Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, gerade wenn einige von uns noch den Sterbebericht der heiligen Clara vom Transitus gestern Abend im Ohr haben, so kann ja aufgrund der Reaktion der Menschen, die oft ein ganz gesundes Empfinden haben, gerade solchen, die versuchen, geistlich zu leben, kann gar kein Zweifel daran bestehen, an der Heiligkeit dieser Frau, an der Heiligmäßigkeit dieser Frau. Und wir sehen bei ihrem Begräbnis sogar den Nachfolger und Stellvertreter des Petrus ein wenig unsicher. Er würde sie am liebsten gleich heilig sprechen, deshalb sagt er, wir beten nicht das Totenoffizium, wir nehmen das Jungfrauenoffizium. Aber der treffliche Herr Kardinal von Ostia sagt, Heiliger Vater, langsam, langsam. Das muss alles in der Kirche seine Ordnung haben. Clara wäre diejenige, die auch darauf Wert gelegt hätte. Und wenn wir mit einer großen Klarheit sagen können, dass wir hier eine heiligmäßige Frau, eine geistlich lebende Person vor uns haben, so können wir auch weiter fragen, wie denn das aussieht und wie man denn das macht, geistlich zu leben. Das ist so ein Schlagwort heute. Es gibt heute geistliche Begleitung, das ist aber eigentlich nur eine Tarnkappe für irgendwelche Psychologie. Es gibt heute viele, die sagen, wir wollen versuchen, geistlich zu leben. Man kann dazu Kurse besuchen. Und es ist aber immer nur das Zurückgeworfensein auf den Menschen, der sich eigentlich immer gleich bleibt. Wir denken ja manchmal vom Menschen, dass er sich seit der Aufklärung oder so verändert hätte. Er sei jetzt erleuchtet, wie man das damals sagte, vor 200 Jahren. Das ist ein großer Irrtum, ein ganz großer Irrtum. Denn in diesem Erleuchteten, hinter diesem erleuchteten Anstrich, ist immer noch der alte Adam zu Hause. Dieses anfällige Wesen, das unendlich begnadet ist und zum Unmöglichsten fähig. Was bedeutet es für diesen Adam und für diese Eva, geistlich leben zu wollen? Man kann das bei Clara lernen. Man kann das an ihrem Totenbett lernen. Sie spricht da ganz merkwürdige Dinge. Sie wird von ihren Mitschwestern beobachtet und gefragt, mit wem sie denn da eigentlich spricht. Sie spricht mit Christus, weil sie eine Vision hat. Nun werden wir sagen, ja, die hätte ich auch gerne. Wenigstens auf dem Sterbebett. Das ist nicht jedem gegeben. Das verteilt Gott, wie er es will. In seiner Freiheit. Aber sie tut noch etwas anderes auf dem Sterbebett. Sie nimmt, wenn ich das einmal abstrakt formulieren soll, eine Personalisierung ihres Glaubens vor, indem sie nämlich ihre Seele anspricht, als sei sie eine andere Person. Geh hin, meine Seele, in Sicherheit. Du hast ein gutes Reisegeleit. Der dich erschaffen hat, der wird dich auch bewahren. Sie hat das gelernt, wahrscheinlich bei Franziskus, diese Personalisierung, denn auch die Armut, die sie befolgt, ist nicht irgendetwas Abstraktes, so wie wir das heute sagen. Ja, was bedeutet Armut? Ein bisschen Taschengeld geht. Handy muss sein heute. So reden wir dann über Armut und machen dann solche Abstriche. Clara wäre entsetzt wahrscheinlich. Denn auch die Armut personalisiert sie, indem sie sie mit Franziskus, mit Frau Armut anspricht. Sie sieht in ihr eine reale Person, die entweder als Armut arm ist oder eben nicht. Könnten wir nicht davon etwas mehr lernen, wir, die wir vollkommen psychologisch verseucht sind, auch im geistlichen Leben, vollkommen verseucht. Wir nehmen alles nur als Bewegungen innerhalb unserer selbst wahr, statt ganz in der Bewegung des Evangeliums einmal von uns selber abzusehen, von diesem riesengroßen Ich, das wir damit herumschleppen, und versuchen, unsere Lebensbereiche, auch die geistlichen, zu personalisieren. Wann hat jemand von uns, und ich sage uns, ich meine mich auch, nicht, dass Missverständnisse entstehen, wann hat von uns jemand zum letzten Mal die eigene Seele persönlich angesprochen? Und gesagt,
in der Schule der Clara, von mir aus. Und diese Schule ist viel älter. Aber es ist das Großartige, dass Clara und Franziskus diese Schule beleben. Sie zeigen, aus welcher Tradition sie kommen. Sie ist letztendlich eine apostolische Tradition. Zu sagen, wie geht es dir eigentlich, meine Seele? Wie verdunkelt bist du? Wie schmutzig? Wie traurig? Wo kommt das her? Wer tut dir das an, meine Seele? Wo hast du deine Hoffnung verloren, meine Seele? Wo hast du deinen Glauben verloren? Wo ist die Liebe geblieben über all die Jahre? Wer so wie Clara auf dem Totenbett seine Seele ansprechen kann, das ist ja nicht ein Kniff, damit man sozusagen, wie die Psychologie das sagen würde. Das ist eine gute Hilfe, wenn es eng wird, vielleicht noch einmal irgendwie eine Hilfestellung zu bekommen. Das können wir vergessen. Wer nicht ein Leben lang geistlich lebt und so mit seiner Seele umgeht, der vermag es eben auch nicht im letzten Moment, in den letzten Atemzügen. Und dafür legt neben vielem anderen Clara Zeugnis ab. Für eine wirklich geistlich durchatmete Existenz, die das Evangelium ganz wörtlich nimmt, wie sie es von Franziskus gelernt hat. Was die Armut angeht, was ihr geistliches Leben, wie wir das heute nennen würden, angeht, wie ihre Verantwortung aussieht Christus gegenüber, den sie am Sterbebett sehen darf, von dem sie weiß, dass er auf sie wartet. Er, der das Ziel ihres und unseres Lebens ist.